Hallo und herzlich willkommen zu Dorf Black Gossip. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere heute den Midnight Peak Runaway Mine Train aus dem Steam Workshop. Download-Link findest du unter der Videobeschreibung. Er ist ganz davon. Kim Attacks hat aktuell Notsteine, weil nicht genug Bewerber davon sind und wurde am 7. September 2022 hochgeladen. Solltest du dich gerade fragen, warum ich so ein bisschen am Grinsen bin, das liegt daran, weil ich ungefähr 6 oder 7 Anläufe gebraucht habe, den Namen richtig auszusprechen. Ich war so Kim Attacks und so weiter und so fort. Ich habe sämtliche Variationen ausprobiert und Kim Attacks hat für mich so ein bisschen normal geklungen. Solltest du der Ersteller sein und ich habe es falsch ausgesprochen, tut es mir wirklich leid und du kannst mich natürlich gerne korrigieren. Ansonsten freue ich mich jetzt einfach, diese Bahn zu präsentieren, denn ich habe schon sehr, 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 sehr lange kein Minetrain mehr präsentiert und es handelt sich um ein Blueprint, heißt Terraforming und Wege sind nicht gespeichert. Dafür kannst du das in deinen bestehenden Westernpark integrieren. Es sind ein paar Tool-Creation-Set-Dinger da. Ich bemesse es immer so ein bisschen daran. Ich lade das, den Blueprint oder den Park, je nachdem. Hier in dem Fall den Blueprint. Ich lade den und dann gehe ich auf Klo, komme wieder, ist fertig. Also sind nicht so viele da. Manchmal komme ich wieder und denke mir, ja, dann warten wir mal noch ein bisschen. Dann warten wir noch ein bisschen. Okay, ich gehe nochmal auf Klo. Komm nochmal wieder. Ah, warten wir noch ein bisschen. Ne, das ist in manchen Fällen so tatsächlich wirklich Realität. Aber in dem Fall wirklich nur einmal Toilette. Komm wieder, ist fertig geladen. So, ich drücke jetzt mal auf Play. Gucken, was sich hier bewegt. Wir sehen ein bisschen Wasser. Übrigens, es gibt keine Schilder, wie hoch oder wie tief man das Ganze platzieren muss. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, ich habe mich hieran orientiert, an dieser Schiene. Ich hatte erst die Station so im Auge, habe dann so ein bisschen runter platziert und dann dachte ich, hoch, das geht aber unter die Erde. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das so einigermaßen richtig platziert habe. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich das nachkorrigieren bzw. sagen, der Fehler lag bei Planet Coaster. Ich weiß es noch nicht genau. So, wir schauen uns das Ganze einmal an. Ich war jetzt auch erst einmal überlegen. Tatsächlich, es bietet sich tatsächlich an, hier irgendwie einen See hinzusetzen. Dann sehe ich das Zelt und dann dachte ich, okay, ein Seezelt, naja, das ist nicht so ganz gut. Oder so ein Seeschaukelstuhl ist auch, glaube ich, nicht. Und, okay, bei SpongeBob geht es. SpongeBob, ist es möglich, ein Lagerfeuer unter Wasser zu machen? Aber hier ist es nicht so. Oha, guck mal hier. Okay, die schwebt. Kann natürlich daran liegen, dass ich das eventuell ein bisschen zu hoch platziert habe. Würde natürlich auch hierfür sprechen ungefähr. Also ich habe es wahrscheinlich ein bisschen zu hoch platziert. Sei mir bitte verziehen. Kim Attacks, wie gesagt, sollte ich es falsch ausgesprochen haben, bitte korrigieren. Ja, es gab keine Schilder und das ist wirklich eine Problematik, denn, ja, pass auf, ich nehme meistens den ganzen Blueprint, ne, gehe ungefähr auf die Distanz und dann platziere ich das. Und dann sehe ich, müsste ungefähr passen, müsste nicht ungefähr passen. Es hat nicht so ganz gepasst. Okay, wir stellen es einfach vor, es ist auf dem Boden der Realität angekommen oder es ist eine Geisterbahn, die alles so ein bisschen am Schweben ist. Ich habe ja schon öfters, wirklich ein paar Mal, auch wenn ich Blueprint-Präsentation gemacht habe oder Park-Präsentation oder meine eigenen Bahnen gebaut habe, dass ich halt Fan davon bin, wenn man die Scheinwerfer sieht. Ne? Manche verstecken die unter Tage, ist ja auch okay, aber ich bin halt so ein Realitätstyp. Das heißt, wenn man die sieht, finde ich es ganz in Ordnung. Beziehungsweise den Scheinwerfer hätte man vielleicht hier so, ne, hier gegen verstecken können. Also man sieht den noch, aber man hätte den nicht auf den ersten Blick gesehen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wir haben einen Minetrain. Nur zur Erinnerung, normalerweise nehme ich mir auf dem Standardplatz-Sitz teil an der Fahrt. Kann man dazu sagen? Ich glaube schon. In dem Fall werde ich dann eine zweite Reihe nehmen, weil sonst siehst du hier nur so ein bisschen, naja, Zug und Schornstein und das ist dann nicht so prickelnd, deswegen, da werde ich ein bisschen umkorrigieren. Wir haben hier, okay, man kann nass werden. Wo steht hier ein Schild? Es gibt kein Schild. Es gibt kein Schild, wo steht, Achtung, Sie können bei der Fahrt nass werden. Naja, okay, das gibt Punktabzug. Wir haben hier Crocodile. Es gibt ein paar Tool-Creation-Set-Dinger, habe ich erwähnt. Aber ich bin mal gespannt, wo. Weil aktuell sehe ich noch keine. Das sind alles Planet Coaster-Objekte. Und genauso wie das hier. Ich muss aber sagen, also, das sieht ja alles cool aus.
jetzt so im Nachhinein, nach ein paar Jahren Planet Coaster Erfahrung, muss ich sagen, dass das Krokodil so ein bisschen aussieht wie aus Playmobil. Ist jetzt schon mal aufgefallen? Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie Playmobil. Da fehlt ein Noppe unten drunter, dann kannst du irgendwo draufsetzen. Und ja, okay, ich schweife schon wieder ab. So, wir gucken mal ein bisschen weiter. Wir sehen hier Wasser. Ne? Also, bei Bluepins, alle Neulinge, herzlich willkommen erstmal. Auf jeden Fall, bei Bluepins ist das so, du kannst kein Wasser speichern oder Terraforming, wo dein Wasser drin ist. Das heißt, du nimmst dann hier irgendwelche, ich will jetzt nichts falsch sagen, gehst unter Szenerie, pass auf, ich zeig dir mal ganz kurz, du gehst unter Szenerie, Spezialeffekte und dann kannst du hier irgendwo Wasser auswählen, so eine Wasserfontäne oder so, dann hast du Wasser. Oder es gibt die Möglichkeit, boah, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Das passiert mir so oft, Kunstform. Ne, also Kunstformen zum Beispiel kannst du auch nehmen. Die Option ist gut, wenn Tageslicht ist. Die Kunstform-Option ist gut, wenn Nachtlicht ist. Weil Kunstformen kannst du halt sehr gut beleuchten. Also Wasser, also das, die Wassereffekte, ne, und Beleuchtung verträgt sich nicht so ganz. Beleuchtung von der Sonne ist wieder was anderes. Das sieht gut aus, aber wenn eine Scheinwerfer oder was weiß ich hier hinsetzt, dann sieht das nicht so pralle aus. Also das muss man ja schon mal sagen. So, pass auf. Guck mal. Hier sind wir bodengleich. Hier sind wir bodengleich. Da hinten sind wir nicht bodengleich. Jetzt hätte ich natürlich am Anfang die Ausrede nehmen können. Ja, pass auf. Guck mal, hier sind wir bodengleich. Daran habe ich mich orientiert. Nein, ich stehe zu meinen Fehlern. Ich muss ganz ehrlich sagen, pass auf. Zwei Sachen. Zum einen, es gibt kein Copy-Paste-mäßig hier bei den Felsen. Aber kennst du das? Außer Kindheit zum Beispiel. Du legst dich in eine Wiese, ne? So die Hände hinterm Kopf verschränkt, guckst nach oben, bist so in die Wolken am Gucken und dann bist du am Fantasieren. Das mache ich heute teilweise noch, da ich jetzt nicht in der Wiese liege, aber ich gucke in die Wolken und dann fantasiere ich, ziehe ich zum Beispiel irgendwie einen Drachen, ne? Oder ein UFO oder was weiß ich, ne? Ich sehe da sämtliche Sachen oder irgendwelche Tiere aus dem Tierreich sehe ich dann da. Und hier ist das genauso. Hier kannst du auch unheimlich viel reininterpretieren. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, also ich würde jetzt auf den ersten Blick zum Beispiel einen Drachen sehen. Ne? Du hast hier die Schnauze, dann hast du hier die Hörner. Wie gesagt, das kann jeder anders interpretieren. Ne? Du läufst mit jemandem und sagst, boah, da oben die Wolke, die sieht aus wie eine Schildkröte. Dann guckt guckt dann hoch und sagt so, ne, also ich sehe da Raumschiff Enterprise drin. Das ist halt Fantasie. So, und hier sehe ich zum Beispiel einen Drache und hier die zwei Tauben. Achso, das sind keine Tauben. Das sind Beleuchtungseffekte. Okay, die Beleuchtungen sind die Nasenflügel. Krass, okay. Wir haben hier... ich bin nicht mehr im Pausenmodus. Ich war gerade am Überlegen. Pass auf, bei Planet Zoo und Planet Coaster ist das so, du hörst die Regeneffekte, na, wenn du im Pausenmodus bist. Und dann dachte ich, okay, im Pausenmodus hörst du Krähen und die bewegen sich. Krass. Und dann gucke ich nach unten rechts, hier, und denke mir, okay, ich bin doch nicht im Pausenmodus. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rein. Ich würde gerne damit fahren. Eingang ist hier, ganz klar. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich laufen müsste. Also ich würde sagen, man läuft hier irgendwie um die Ölpumpe herum. Würde ich sagen, glaube ich schon. Ja, pass auf. Wir steigen mal ein und guck mal, was uns so erwartet. Wie gesagt, ich gehe jetzt in Wagen Nummer 2, damit wir halt ein bisschen besseren Blick auf die Strecke haben. Und vor allem, wir sehen die freundlichen Kerlchen hier vorne. Hallo. Es wird dunkel. Time Warp. Okay. Passt. Okay, Auslöser sind da. Zweiter Lifthill.
das ist gar nicht die Station gewesen. Okay, 3 Lift Hills, wie im Phantasialand Colorado Adventure. Der Felsen. Felsendorn. Freunde, ich hatte zum ersten Mal, wirklich zum allerersten Mal, das Gefühl, dass ich vorgespult habe, dass ich auf zweifache Geschwindigkeit hatte. Was war das denn? Das ist ja fast schlimmer als im Moviepark Bandit oder Lucky Luke mittlerweile, Moviepark Express, wo du so Backpfeifen kriegst. Junge, die hat aber echt geschlagen. Pass auf, ich lese mal ganz kurz die Statistiken vor. Wir haben Spaß 7,01, Nervenkitzel 5,84, Übelkeit 2,90, wir haben eine Fahrdauer von 145,2 Sekunden, ist sehr schön, eine Streckenlänge von 1880 Meter, sehr schön, Maximalgeschwindigkeit 76 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 47 km/h, Tiefstverfall sind 13 Meter. Ich hatte zum allerersten Mal die Überlegung tatsächlich, ob ich vorgespult habe. Hä, was war das? Okay, pass auf, ich schalte mal in den Nachtmodus. Wir haben zwar Time Warp, aber ich würde mir gerne die einmal bei Nacht ansehen. Die Beleuchtung ist echt gut, tatsächlich. Beleuchtung ist sehr, sehr gut. Die Szenerie, die ich teilweise wahrgenommen habe während der Fahrt, ist gut. Aber ich würde jetzt gerne nochmal damit fahren. Und dann gucken wir mal. Pass auf. Das ist vorgespult, das ist vorgespult. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ich kam mir vor wie vorgespult. So. Das ist ja fast wilde Maus. So. Krass. Pass auf. Ich habe meine Rippen irgendwo wiedergefunden. Irgendwo habe ich die hier verloren. Bei der zweiten Fahrt habe ich sie wiedergefunden. Wir kommen mal zu einer Bewertung. Ich schalte mal ganz kurz in Nachtmodus, Tagmodus wieder. Das Setting.
Sehr, sehr schön. Wirklich hier, ne? Mit den Fördertürmen, den Indoor-Bereichen finde ich sehr, sehr geil, ne? Dass du in den Bergen zum Beispiel wieder was entdeckst. Du fährst, was ich halt immer wieder feier, ist übereinander, untereinander und so weiter und so fort. Was ich nicht so feier ist, dass ich meine Rippen irgendwo verloren habe und dann bei der nächsten Fahrt wiedergefunden habe. Denke ich, oh, da sind meine Rippen. Da sind meine Knochen. Die liegen da noch irgendwo von dem Hin- und Herschleudern. Also, die schlägt. Puh. Also, sanft ist anders. Ich habe ja den Vergleich gerade gezogen mit der wilden Maus. Und ich glaube, das liegt noch nicht mal so fern, weil wilde Maus lebt davon, ne, dass du die Kurven sehr eng nimmst und dann ein bisschen gerade und dann wieder eng und dann hoch, runter, dass du Airtime hast. Ungefähr hier, aber hier war das nicht so vorhersehbar, so wohlfühlend. Ist gerade echt schwierig für mich, das zu bewerten. Weil das Setting finde ich genial, also sehr gut. Aber die Fahrt, also das ist wieder dieses, ne, Theming sehr gut, Fahrt nicht so mein Ding. Ich würde der ganzen Bahn 2,5 Sterne geben, weil die Fahrt, also aber nur 2,5 Sterne wegen der Dekoration und dem Theming, weil das, ne, nichts Copy-Paste mäßig, alles schön willkürlich hier platziert und so weiter und so fort. Aber die Fahrt, tatsächlich, das Setting, also so wie ich mir das anschaue, wäre 5 Sterne. Aber die Fahrt hat das in Minus gezogen und so komme ich auf 2,5 Sterne. Wenn du anderer Meinung bist, darfst du mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Was ich übrigens gut fand, waren die selbstgebauten Stützen mit den Felsen. Bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss!